Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann. Wir alle wissen, wirtschaftlicher Erfolg baut auf wissenschaftlichem Erfolg auf. Dies gilt spätestens seit Beginn der Industrialisierung. Daten sind Rohstoffe und sie dürfen nicht per se irgendwie mit einem negativen Ogu behaftet werden, sondern natürlich geht es darum, wie man sie so einsetzt, dass der personelle Schutz gewährleistet ist. Mein Eindruck war sehr positiv. Auf der einen Seite war deutlich erkennbar, wie wichtig das bei der Kanzlerin ist, dieses Thema. Und zum anderen war für mich wichtig, aus welchen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen Fragen, aber auch Lösungsvorschläge kommen, von der Gesundheit über die Mobilität bis hin zur Bildung. Eine Richtung, die Entscheider in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf dem Weg zu mehr Mut aber sehr wohl vorgeben sollten, das ist die Lust auf Veränderung wecken. Gerade jetzt haben wir ein ganzes Universum an Möglichkeiten vor uns. Auch wenn manche die Digitalisierung als Bedrohung für unsere Branchen betrachten, wir sehen sie als größte Bereicherung seit der Erfindung des Automobils. Ich habe eine ganz große Nachricht heute mitgenommen im Forschungsgipfel. Alle, sowohl Forscher als auch Unternehmer, als auch grundsätzlich unsere Gesellschaft, muss agiler werden. Wir müssen mehr wie Startups schneller agieren. Das hat mit Mut zu tun, das hat halt mit Tatendrang zu tun, das hat mit einer Tüftlermentalität zu tun. Innovation braucht Investitionen. Und Investition braucht Sicherheit. Eine stärkere steuerliche Absetzbarkeit von Forschung und Entwicklung wäre ein Schritt in diese Richtung. Ebenso die Ausweitung der Möglichkeiten für Verlustverträge bei jüngeren Unternehmen, auch bei den Unternehmen, die diese erworben haben oder sich daran beteiligt haben. Wer schnell groß werden will, muss den Luxus haben dürfen, längere Zeit ohne Gewinne operieren zu können. Ich achte immer darauf, kommt auch die Lehre irgendwo in der Forschung vor? Und gerade bei der Bundeskanzlerin und auch bei Herrn Weinhardt war ganz explizit zu hören, wir brauchen mehr Wertschätzung für die Lehre, damit die auch die Forschung befruchtet. Lasst uns nicht reden, sondern machen. Und dabei macht man auch Fehler, aber dann macht man auch viel Gutes.